Vielen Dank, Herr Ude, für die wahlkampfbetonten Worte von Ihnen. Ich würde auch der Vollständigkeit halber, es ist ja offensichtlich Wahljahr, auch gerne die Vertreter der Bündnis Grün und der Freien Wähler vielleicht auch noch ein kurzes Wort bitten. Dann haben wir sie alle zusammen. Frau Baus ist da. Frau Baus ist da? Ach so? Wir haben sie schon vermisst. Ja gut, dann Frau Bause, wir hatten... Frau Bause, hallo. Hallo. Grüße. So, der Vollständigkeit halber habe ich auch gesehen, dass die Parlamentarierin von der Regierungspartei AKP, Frau Gülay-Samanja, auch gerade angekommen ist. Das wird bestimmt auch ein relevanter Ansprechpartner sein. Vielen Dank auch fürs Kommen. Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Entschuldige mich für das zu spät kommen. Ich war gerade noch in einem Münchner Gymnasium bei einem sogenannten Planspiel, wo man auch die Vielfalt der Stadtgesellschaft gesehen hat und wo man sieht, auch dass Schülerinnen, junge Menschen der verschiedensten Nationen erfolgreich zusammenarbeiten und gemeinsam Verantwortung übernehmen, gemeinsam in die Schule gehen und gemeinsam auch Politik gestalten wollen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und ein ermutigendes Zeichen. Und dieser heutige Empfang hier, der zeigt ja auch, Bayern ist ein Einwanderungsland. Bayern ist seit vielen Jahren schon ein Einwanderungsland. Wo wir allerdings Nachholbedarf haben, ist die richtige Einwanderungspolitik, die richtige Integrationspolitik. Hier haben wir noch allerhand zu tun. Und ich finde es gut und wichtig, dass sich insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, egal wo sie herkommen, sich einmischen in die Politik, kandidieren für die verschiedensten Parlamente auf der kommunalen Ebene, Landtag, Bundestag. Wir brauchen unbedingt auch in den Parlamenten, dass sich die Vielfalt der bayerischen Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft widerspiegelt, auch in den politischen Entscheidungsgremien, dass sie ihre Interessen dort auch persönlich vertreten können und nicht über andere, die vielleicht auch ihre Interessen mittragen. Aber es ist sozusagen sehr viel wirkungsvoller, wenn sie sich selber einmischen, wenn sie selber Politik gestalten in Deutschland. Es ist viel die Rede von einer Willkommenskultur. Nur man hat oft den Eindruck, dass es häufig ein Lippenbekenntnis ist. Und ich denke, Willkommenskultur heißt zum einen ein klares Bekenntnis zur Zuwanderung nach Deutschland, dass Zuwanderung unser Land bereichert, dass es eine zwar große Aufgabe, aber auch eine große Chance für unser Land ist. Und Willkommenskultur heißt zum Zweiten die gesellschaftliche Ächtung von Fremdenfeindlichkeit, von Benachteiligung und von Rassismus. Und auch hier braucht es klare und deutliche Worte, insbesondere bei Aufmärschen von rechtspopulistischen oder rechtsextremistischen Parteien. Hier muss eine klare Ansage der gesamten Gesellschaft sein, kein Fußbreit den Nazis in unserer Gesellschaft. Und wenn ich gesagt habe, hier haben wir auch noch Nachholbedarf, was eine gelingende Integrationspolitik, eine gelingende Einwanderungspolitik angeht, dann fängt das sicherlich in der Bildung an. Wir haben leider immer noch die Situation, dass in den weiterführenden Schulen wir prozentual sehr viel weniger Jugendliche haben mit Migrationshintergrund, als wir es in der gesamten Gesellschaft haben. Hier läuft was schief, hier scheitern viele Kinder, viele Jugendliche mit Migrationshintergrund an den vielen Hürden in unserem Schulsystem, insbesondere in unserem bayerischen Schulsystem. Und hier müssen wir alles tun, dass die Kinder die gleichen Rechte haben auf beste Bildung, die gleichen Chancen haben auf beste Bildung. Denn Bildung ist ein Menschenrecht und gebührt allen Kindern in unserer Gesellschaft, egal wo sie herkommen, egal was ihre Muttersprache ist, egal was ihre Hautfarbe ist. Bildung ist ein Menschenrecht und wir müssen alles dafür tun, dass wir das in Bayern und in Deutschland tatsächlich so auch umsetzen. Und Herr Ude hat vorhin gerade schon von Teilhabe, Chancen für alle gesprochen. Ich denke, wir brauchen da wirklich auch noch mal klare gesetzliche Regelung, ein Integrations- und Teilhabegesetz, zum Beispiel auch in Bayern, was wir im Landtag häufig diskutiert haben. Und ich hoffe, dass in den
in der nächsten Zeit wir tatsächlich auch zu einem wirklichen Teilhabe- und Integrationsgesetz für Bayern kommen. Und da muss auch deutlich werden, Integration ist eben nicht die Aufforderung an die Migrantinnen und Migranten, passt euch gefälligst an, sondern Integration ist eine gemeinsame Weiterentwicklung unserer gemeinsamen Gesellschaft, unseres gemeinsamen Landes. Heimat ist nicht, wo jemand schon oder wo Familien schon ewig gelebt haben. Heimat hat nicht so sehr mit Herkunft zu tun, sondern Heimat hat mit gemeinsamer Zukunft zu tun. Heimat ist da, wo es mir nicht egal ist, was um mich herum passiert. Heimat ist für alle Menschen, die hier in Bayern leben. Und deswegen brauchen wir auch entsprechende klare gesetzliche Vorgaben, die diese Teilhabechancen für alle auch garantiert. Und was wir nicht brauchen, ist das Schwadronieren über eine angebliche christliche Leitkultur. Das wissen schon die Christinnen und Christen nicht, was das konkret sein soll. Wir haben eine Vielfalt in unserer Gesellschaft und das ist gut so. Und wir sollten uns auf die Werte unserer gemeinsamen Verfassung, auf die Werte unseres Grundgesetzes, das ist unsere gemeinsame Kultur, das ist unser gemeinsames Leitbild. Das Schwadronieren von christlicher Leitkultur grenzt aus Menschen, die eben nicht christlichen Glaubens sind, die nicht schon lange Zeit hier leben. Und unsere Zukunft ist die Gemeinschaft in der Vielfalt, die Vielfalt, die uns bereichert, auf der Grundlage unserer gemeinsamen verfassungsmäßigen Werte. Und ich will noch einen Punkt ansprechen. Die Staatsangehörigkeit, was natürlich auch mit dem Wahlrecht zu tun hat. Wenn ich Sie vorhin aufgefordert habe, mischen Sie sich ein, dann hat es natürlich auch erstmal mit den Rechten zu tun, ob Sie überhaupt wählen dürfen, ob Sie gewählt werden können in Bayern, in Deutschland. Und ich denke, im 21. Jahrhundert ist es längst an der Zeit, dass wir die Möglichkeit einer doppelten Staatsangehörigkeit gewähren in unserem Land. Dass wir jungen Menschen eben nicht es antun, dass sie entscheiden müssen, wollen sie die Staatsangehörigkeit des Landes haben, in dem sie aufgewachsen sind, in dem sie in die Schule gehen, in dem ihre Freunde leben, oder wollen sie die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern haben? Das ist doch eine Wahl, die Kinder in Konflikte bringt, die Jugendlichen in Konflikte bringt. Was soll denn das? Wir haben die Möglichkeit, eine doppelte Staatsangehörigkeit zu haben, schon für andere Nationen. Warum sollen wir das nicht gerade eben auch für Türkinnen und Türken haben, dass es die Möglichkeit gibt, die doppelte Staatsangehörigkeit anzunehmen? Und wir brauchen zum Zweiten aus unserer Sicht eine Einwanderungsoffensive. Es wird viel von Einwanderung geredet, eine Einbürgerungsoffensive. Auch Zuwanderung, ja, brauchen wir auch in bestimmten Bereichen, aber wir brauchen eine Einbürgerungsoffensive für diejenigen Menschen, die schon lange hier leben. Da sind die Hürden immer noch viel zu hoch. Wird zwar davon geredet, die Menschen sollen sich einbürgern, aber die Hürden sind viel zu groß. Also diejenigen, die deutsche Staatsangehörigkeit übernehmen wollen, da sollen die Hürden nicht so hoch aufgebaut werden. Doppelte Staatsangehörigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Einbürgerungsoffensive für unser Land. Das wird der Vielfalt in unserem Land gerecht. Und dann haben Sie nämlich auch alle Möglichkeiten, alle Chancen, Ihre Interessen zu Gehör zu bringen, sich einzumischen in die Politik, sei es im Bayerischen Landtag, sei es im Deutschen Bundestag, sei es im Münchner Stadtrat. Das kann unserer Gesellschaft nur gut tun. Vielen Dank.